Ich will ja gar nicht so viel Neues. Was machen wir denn jetzt? Hauptsache 8 Minuten und Werbeeinnahmen mitnehmen wir YouTube oder? Nein, ich würde sagen, Hauptsache Info. Okay, machen wir es kurz, was neu ist und danach machen wir den Rest, was wir sonst auch immer machen. Ja, für die, die es wirklich noch interessiert, die können dann dranbleiben. Ich bin der Jan. Ich bin Eckhard. Und das ist das Facelift vom niegelnagelneuen Mitsubishi ASX. Und dieses Video ist für dich kostenlos und in Farbe. Dank unserem Partner Emil Frey, deinem Automobilfachmann seit 1924 mit über 100 Filialen und über 30 Marken. Jan hat es gerade schon in der Anmoderation gesagt, hier kommen in Kürze die Neuerungen, denn das ist nun Anführungszeichen Facelift. Wir haben euch den neuen Mitsubishi ASX ja schon mal vorgestellt, das ist weniger als ein Jahr her. Mitsubishi durfte auf der Plattform des Renault Captur aufbauen, den es schon länger gab und deshalb gibt es jetzt schon ein Facelift. Die ganze Front wurde neu designt, jetzt kommt auch das typische Dynamic Shield von Mitsubishi stärker zum Tragen und man sieht hier schön in schwarz abgesetzt das Trapez. Vor dem Facelift gab es BLED, jetzt LED Pure Vision Voll-LED Scheinwerfer und da das Tagfahrlicht jetzt vom Hauptscheinwerfer getrennt ist, ist der Hauptscheinwerfer nochmal flacher geworden. Durch die neue Front ist die Motorhaube jetzt auch geradliniger geworden. Im Innenraum gibt es jetzt einen 10 Zoll großen Touchscreen und darauf läuft Android Automotive, also von Google, ein Betriebssystem optimiert fürs Auto und das Schöne daran ist, das ist wirklich super schnell und das macht richtig Spaß, das zu bedienen. Und guck mal da, vorher gab es Bose als Premium-Soundsystem, jetzt kommt es von Harman Kardon. So ein flüssiges Infotainment-System gehört für mich auch zum Thema Sicherheit. Wie siehst du das? Denn wenn ich nicht auf irgendwas warten muss, bin ich weniger lange abgelenkt. Schreib uns mal deine Meinung dazu in die Kommentare. Und damit war es das auch schon mit den Neuerungen beim Facelift. Wer den ASX aber noch nicht kennt, der sollte jetzt dranbleiben, denn jetzt stellen wir euch den Rest vor. Übrigens, falls ihr euch für den ASX interessiert, wir haben ja schon ein vollständiges Review zu diesem Fahrzeug gedreht, allerdings das Vor-Facelift. Da denkt ihr euch die beiden Highlights quasi dazu und könnt euch schon mal ordentlich informieren. Den sind wir als Vollhybrid gefahren. Ich sage euch jetzt, dass das Auto eine Breite hat von 1,80 Meter. Mit Außenspiegel sind es dann genau 2 Meter und als Wendekreis sind 11,1 Meter angegeben. Der Wagen ist 4,23 Meter lang und der Radstand, der beträgt 2,64 Meter. Der ASX ist 1,58 Meter hoch und hat eine Bodenfreiheit von stolzen 174 mm. Dementsprechend ist der ASX ein Kleinwagen. Mitbewerber wären hier der Skoda Kamiq, der Jeep Renegade oder auch der VW Taigo. Mit dem Facelift sind alle drei Motorisierungen geblieben. Das kann man auch mal feiern, ne? Ja, wir stehen hier vor der größten, dem Vollhybrid mit 1,6 Liter Hubraum, 140 PS und ein Systemdrehmoment wird hier nicht kommuniziert bei allen drei Motoren. Wir haben da einen Elektromotor mit 49 PS oder wie wir Elektro-Yogis sagen, 36 kW und der Verbrenner, ein Sauger im Übrigen, leistet 94 PS. Das ist gar nicht mal so viel. Nee, gebunden ist das immer ein Multimode-Getriebe, also eine Automatik. Und man geht davon aus, ne, so mögen die das immer gerne hören, dass man 80% elektrisch fahren kann, obwohl der Akku ja winzig klein ist. Ne? Ja, aber bei so einem Vollhybrid traue ich dem das im Stadtverkehr tatsächlich auch zu. Bei Asphaltart machen wir übrigens hervorragende Verbrauchsfahrten. Da sind wir den Renault Arkana gefahren und auch den Clio, auch als Vollhybrid. Schaut gerne mal rein. Den Clio habe ich euch unten ebenfalls als Video verlinkt. Dann habt ihr eine Ahnung, was dieser Antriebsstrang so leisten kann. Es gibt außerdem für den neuen ASX auch noch einen 1,3 Liter Benziner. Das ist dann Turbo Mildhybrid mit 116 kW, also 158 PS und immerhin 270 Newtonmeter Drehmoment. Ich muss meine Brille hochschieben, weil der kleinste Motor, sonst kann ich es nicht lesen, weil es so klein geschrieben ist. Mensch, das ist ein 1 Liter Turbo, immer gebunden an 6-Gang manuelles Getriebe mit 91 PS, 67 kW, 160 Newtonmeter. Ich habe alles aufgeschrieben. 14 Sekunden, erstaunst du, ne? Und der wird so um die 6,2 Liter verbrauchen auf 100 Kilometer, wobei alle Motorisierungen hier noch nicht homologiert sind, wie es so schön heißt, denn die müssen auch wieder durch die Anpassung entsprechend freigegeben werden. Es gibt den ASX in 4 Ausstattungslinien. Los geht's mit Basis, dann kommt Plus, als nächstes Select und die höchste Ausstattungslinie ist Top und das ist auch die, die wir euch heute zeigen. Es gibt 5 Farben zur Auswahl. Bei 4 davon kann man sich ein schwarzes Dach dazu bestellen, jedenfalls in den 2 obersten Ausstattungslinien, nur bei Schwarz eben nicht, da ist ja alles schwarz und diese Farbe heißt Sunrise Red. In der Basis rollt der ASX auf 17 Zoll Stahlfelgen. Zu unserer Ausstattungslinie Top gehören hier diese 18 Zoll Alufelgen. Am Heck gibt es Rückleuchten mit Voll-LED-Technik. Links unten steht ASX, mittig prominent Mitsubishi, genauso die Rückfahrkamera und auf der rechten Seite steht dann nochmal Have für den Vollhybrid. Der Taster für den Kofferraum befindet sich hier unten und dann schwingt die Klappe auf, nur mit Hilfe der Gasdruckdämpfer. Wir haben hier
Und wir fahren den Hybrid, ne? Den HEV, den Vollhybriden. Da haben wir ein Kofferraumvolumen von 326 Litern. Wenn ich die Rücksitzbank vorschiebe, sind es dann 440. Der Verbrenner, der hat deutlich mehr Kofferraumvolumen. Da komme ich dann nämlich auf 422 Liter. Wir haben einen variablen Ladeboden, den kann ich anheben, Sachen hier ablegen. Oder wenn ich mehr Höhe im Kofferraum brauche, dann kann ich den hier auch einfach die Etage tiefer legen. Wenn ich die Rücksitzbank umklappe und das geht hier im Verhältnis 40 zu 60, dann bekomme ich beim Vollhybriden ein Ladevolumen von 1149 Litern. Der Mildhybrid, also sprich der Verbrenner, der hat ein bisschen größeres Ladevolumen von 1275 Litern. Die Zuladung richtet sich dann nach Ausstattung und Motorisierung. Die Dachlast ist immer gleich, das sind 80 Kilogramm. Die Stützlast sollte bei 75 Kilogramm liegen und der Vollhybrid, der darf gerade mal 750 Kilogramm ziehen. Der Mildhybrid, also der Verbrenner, 1,5 Tonnen, jeweils wenn der Anhänger gebremst ist. Mit 1,84 Meter kann ich hinten bequem einsteigen. Der Fahrersitz ist auch noch auf mich eingestellt. Mit den Knien stoße ich gerade noch nicht an. Ich bekomme die Füße unter den Fahrersitz und auch zum Kopf hin ist immer noch genug Platz. Es gibt auf dem Beifahrersitz, hinter dem Fahrersitz und hinter dem Beifahrersitz Isofix mit losen Gurtpeitschen, zweimal USB-C, einmal 12 Volt, zusätzliche Luftausströmer, Türtaschen, in die 1 Liter Flaschen passen und Fensterheber mit Automatik und natürlich auch mit Einklemmschutz. Leider versenken sich die Fenster aber nicht komplett. Wie groß bist du nochmal? 1,84 Meter. Und natürlich steige ich auch für euch vorne ein. Der Einstieg ist sehr bequem, wie man das von kleinen SUVs kennt. Dank verstellbarem Lenkrad und elektrisch verstellbarem Fahrersitz finde ich hier schnell eine angemessen gute Sitzposition. Alles hier schwarz in schwarz gehalten, mal diese Ausstattungslinie. Nur kurzer Materialcheck, oben ein weiches Material, hier so ein angedeutetes Holz. Auch das Material ist weich und erst hier unten wird das Ganze dann hart, hier auch an den Seiten so eine Art Kunstleder. Und sonst ist hier relativ viel harter Kunststoff zu sehen, was aber auch vertretbar ist bei so einem kleinen City-SUV. Das ist das Lenkrad hier schön mit den drei Mitsubishi Diamanten und dazu haben wir richtige Schaltflächen, um die einzelnen Funktionen abzurufen. Hinter dem Lenkrad habe ich hier das Display, 10 Zoll groß ist es in unserer Variante. Es gibt für die unteren Ausstattungslinien auch noch ein 7 Zoll Display. Assistenten sind eigentlich bei Neuwagen kein Thema mehr, weil die serienmäßig immer die wichtigsten Assistenzsysteme mitbringen müssen. So auch hier ein adaptiver Tempomat, ein aktiver Spurhalteassistent, eine Verkehrszeichenerkennung und ein Totwinkelwarner. Das ist hier auch alles gegeben. 22 Liter Ablagen habe ich hier, unter anderem Türtaschen, wo auch locker 1 Liter Flaschen reinpassen. Zwei Getränkehalter mit Abstandshaltern und eine Armlehne, die ich verstellen kann, aber auch aufklappen kann. Und darunter gibt es noch ein kleines Staufach. Das Handy kann ich hier oben ablegen, wenn es nicht zu groß ist, wie hier mein iPhone 13 Pro Max. Und dann gibt es noch ein Handschuhfach, nicht besonders groß, aber ziemlich tief, dafür keine Beleuchtung. Wir sind ja diesen Hybridantriebsstrang schon mehrfach gefahren und der gefällt mir wirklich gut, weil er nicht nur für die Stadt geeignet ist, sondern genauso für die Langstrecke. Der kann unglaublich stark rekuperieren und in unglaublich kurzer Zeit diesen kleinen Akku füllen. Und dadurch, dass es ja auch noch ein Kleinwagen ist, der aber innen eine ganze Menge Platz bietet, du kannst hinter dir sitzen, das finde ich sehr sympathisch, du hast trotzdem noch einen großen Kofferraum, ist es nicht nur ein perfekter Zweitwagen in unserer dekadenten Denkweise, sondern ich finde auch so ein gutes Erstauto eigentlich. Ich finde es irre, wie viel Qualitätseindruck dieses schnell laufende Android-Autosystem ausmacht. Wirklich, das Auto, ich finde von außen schick, aber als ich das erste Mal dieses System bedient habe, habe ich gedacht, das fühlt sich an wie eine Oberklasse, weil das so schnell ist. Jetzt wird es da draußen noch ein paar Leute geben, die sagen, warum soll ich einen Mitsubishi kaufen? Ich kann ja auch einen Renault kaufen. Da sage ich, Mensch, guck doch mal, welcher Händler bei dir in der Nähe ist, welche Bewertungen der hat, ob du lieber bei dem einen oder bei dem anderen kaufst und wie das mit den Preisen aussieht. Wie sieht es denn mit den Preisen aus? Die wissen wir noch nicht. Der Preis soll sich am Vorgänger orientieren. Ich gehe mal ganz stark davon aus, er wird ein kleines bisschen teurer werden. Und wann geht's los? Zwischen Juni und Juli soll er beim Händler stehen und ab dann kannst du auch genau dort vorbeigehen und ihn bestellen. Und das heißt, vielleicht kannst du jetzt noch einen guten Schnapper machen, was das Vorfacelift angeht. Ne? Ja. Das ist ja auch mal eine wichtige Sache, wenn man ein neues Auto sieht, kann man hintenrum noch schön was machen. Auch wenn wir heute nicht gefahren sind, sage ich zum Schluss, wie immer, bleibt in Fahrt, euer Eckhardt. Ja. Und wir machen jetzt das Licht aus. Macht's gut da draußen. Tschüss, bis dann, euer Jan.